Die erste Frage stellt die Kollegin Beatrix von Storch, AfD. Vielen Dank für das Wort. Herr Minister, ich möchte Fragen zu der Verordnung für Sonderrechte für Geimpfte und Genesene. Sie werden mir gleich sagen, dass es keine Privilegien sind, gleichwohl. In dieser Verordnung steht drin, ist aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse hinreichend belegt, dass geimpfte Personen und Genesene nicht mehr ansteckend sind, müssen Erleichterungen vorgesehen werden. Meine erste Frage lautet, wie wollen Sie verhindern, dass dadurch die Republik unterteilt wird in Menschen, die geimpft sind und Menschen, die nicht geimpft sind, die einen mit Grundrechten, die anderen mit weniger oder sehr viel weniger oder gar keinen Grundrechten. Das ist meine erste Frage. Und meine zweite Frage bezieht sich auf den zweiten Satz dieser Verordnung. Es handelt sich nicht um Privilegien, steht gleich drin, sondern um die Aufhebung nicht mehr gerechtfertigter Grundrechtseingriffe. Die Rechtfertigung der Grundrechtseingriffe ist in § 28b geregelt. Und da steht drin, 7-Tage-Inzidenz, 100er Schwellenwert bei 100.000 Einwohnern. Meine Frage ist, welche wissenschaftliche Grundlage gibt es für diese Rechtsgrundlage, denn Sie müssen zunächst den Eingriff rechtfertigen. Für die Befreiung, sagen Sie, braucht es wissenschaftliche Grundlage. Ich möchte von Ihnen wissen, wie die Einschränkung von Grundrechten wissenschaftlich belegt ist. Welche wissenschaftliche Grundlage gibt es dafür, dass mein Mann und ich nach 22 Uhr nicht gemeinsam auf die Straße gehen dürfen, weil wir keinen Hund haben? Wenn wir einen Hund hätten, dürften wir das. Welche wissenschaftliche Grundlage haben Sie, dass meine Grundrechte so eingeschränkt sind? Ja, Frau Kollegin, die maßgebliche Information beziehen wir natürlich vom Robert-Koch-Institut als unserem fachwissenschaftlichen Institut in dieser Pandemie. Und hinsichtlich der Frage, was man möglicherweise schließt, welche Beschränkungen man auferlegt, hat das Robert-Koch-Institut uns Vorgaben gemacht, hat uns Informationen gegeben und danach dem Stufenschema, was Sie haben, schlägt das Robert-Koch-Institut in einer Stufe Rot, 50 bis 70er Inzidenz, im Wesentlichen vor, in allen Bereichen Schließungen zu erwägen. Und insofern ist, glaube ich, die Notbremse, die der Deutsche Bundestag beschlossen hat, der solche Schließungen ab einer Inzidenz von 100 dann vorsieht, in jedem Fall verhältnismäßig und in jedem Fall von dem gedeckt, was das Robert-Koch-Institut uns dort gesagt hat. Kollegin, eine Nachfrage. Die Frage war nicht, ob das verhältnismäßig ist, sondern ob die Maßnahme geeignet ist. Das prüft der Jurist zunächst. Und für die Geeignetheit tragen Sie die Beweislast. Sie müssen darlegen und beweisen, dass der Eingriff etwas bringt. Und das muss wissenschaftlich dargelegt werden. Und Sie sprechen hier auch für das Robert-Koch-Institut. Ich frage Sie, was haben die für Grundlagen? Und vielleicht noch konkreter, warum dürfen Bücher verkauft werden nach dieser Verordnung, aber Lampen nicht? Warum dürfen Blumen verkauft werden, Schuhe aber nicht? Warum dürfen Fahrräder nicht verkauft werden, aber Rasenmäher schon? Das steht alles in dieser Verordnung drin. Und ich frage Sie nochmal, welches sind die wissenschaftlichen Grundlagen, auf die Sie als Regierung diese Maßnahmen stützen über das RKI? Aber was ist die Grundlage? Also zunächst mal ist es so, dass das Ziel von den einschränkenden Maßnahmen immer ist, die Zahl der Kontakte in der Gesellschaft zu reduzieren. Dann, wenn alle anderen Maßnahmen nicht ausreichen, um wirklich die Infektionszahlen in Deutschland in einer Größenordnung zu halten, dass unser Gesundheitswesen nicht überlastet wird. Und wir sehen momentan, und das hat sich sozusagen in der Praxis wirklich ganz klar bewiesen, dass wir, seitdem wir über längere Zeit jetzt eine Inzidenz von über 100 hatten, wieder der Belastungsgrenze unseres Gesundheitssystems sehr nahe gekommen sind. Und seitdem wir die Notbremse in Kraft gesetzt haben, sehen wir jetzt eine deutliche Umkehr und momentan wirklich eine extrem schnelle Entlastung von den Infektionszahlen, was uns auch die Hoffnung gibt, dass das Gesundheitswesen seine Überlastung auch reduziert. Und bei der Frage der Kontaktreduzierung ist ganz klar, der Gleichheitsgrundsatz, auf den Sie anspielen, ist enorm wichtig. Und trotzdem ist es nicht einfach, weil wir natürlich in einer Gesellschaft Dinge des täglichen Lebens weiter brauchen. Und deshalb sind Kontakte, die zu Dingen erforderlich sind, die wirklich im täglichen Leben unerlässlich sind, natürlich welche, die weiter, auch zum Beispiel der Kauf verderblicher Ware,
ist nochmal ein anderer Einstieg als Dinge, die man auch noch 6 Wochen später verkaufen kann. Und insofern war das eine Abwägung. Und diese Abwägung hat nicht nur die Bundesregierung alleine getätigt, sondern auch mit der Unterstützung des Deutschen Bundestages, der ja auch gerade diese Regeln der Notbremse auch nochmal erheblich modifiziert hat. Und ich glaube, sie sind sowohl erforderlich als auch verhältnismäßig. Mein Räuspern ist ein akustischer Hinweis, wenn Sie das rote Signal nicht erkennen. Für die. Der Dr. Graf, Kollege Dr. Graf möchte eine Nachfrage stellen. Ja, vielen Dank. Gut, dass wir beim Thema sind und dass wir einen Mediziner haben. Herr Minister Braun, wie kann es sein, dass die Regierung diese weitgehenden einschränkenden Maßnahmen an dem Inzidenzwert festmacht, der eine reine statistische Erhebung ist und mit dem tatsächlichen Krankheitsverlauf in der Bevölkerung nichts zu tun hat? Denn der Inzidenzwert ist maßgeblich von der Anzahl der durchgeführten Tests abhängig. Und diese sind aufgrund des Kriteriums der Spezifizität, also der falsch positiven Tests, ein Haupttreiber des Inzidenzwerts im Allgemeinen. Das heißt, durch eine Verdopplung der Tests kann ich eine Verdopplung der Inzidenzen erreichen, auch wenn sie am tatsächlichen Krankheitsverlauf, am tatsächlichen Krankheitsbild der Bevölkerung de facto nichts geändert hat. Und ich kann sogar in einer Null-Corona-Situation allein durch falsch positive Tests eine Inzidenz herbeitesten. Wie kann sowas in ein Gesetz gegossen werden durch einen Mediziner im Kanzleramt? Also zunächst mal können Sie durch eine Verdopplung der Tests nicht die Verdopplung der Inzidenz erreichen. Das ist nicht richtig, sondern das, was wir gemacht haben, ist, wir haben der Inzidenzwert ist der beste Wert, den Sie haben können, um die Zahl der Neuinfektionen möglichst präzise zu bestimmen. Dazu muss man andere Faktoren betrachten, und das haben wir als Bundesregierung im Vorfeld des Gesetzes stark gemacht. Zum Beispiel, wie hoch ist der Anteil unserer positiven Tests insgesamt, spielt bei der Frage eine ganz erhebliche Rolle, und das ist in den letzten Monaten immer in einer Größenordnung von 8-12, 13-14% gewesen. Das Zweite ist, wenn wir reagieren wollen auf das Infektionsgeschehen im Land, dann muss man sich deutlich machen, das Erste, was passiert, sind Neuinfektionen. Wenn die hoch sind, dann ist das das erste Alarmsignal. Wenn Sie weitere Faktoren mit berücksichtigen, zum Beispiel die Zahl der Krankenhausaufnahmen, die Zahl der Intensivstationaufnahmen, die folgen sozusagen im statistischen Mittel in einem gewissen zeitlichen Abstand, nach 7 Tagen etwa typischerweise Krankenhausaufnahme, nach weiteren 2 Tagen Intensivaufnahme, solange bis dann Krankenhausentlassung, Genesung oder möglicherweise eben auch Todeszahlen eine Folge einer solchen Neuinfektionszahl sind. Und deshalb können Sie zu einem gegebenen Zeitpunkt, und wir haben die Notbremse ja auch begrenzt bis hin zum 30.06., bei einer können Sie sehr, sehr gut vorhersagen anhand der Neuinfektionen, was Sie in den nächsten Wochen im Gesundheitswesen erleben sollen. Das eine folgt aus dem anderen, und wir brauchen einen Frühindikator. Wenn es hochgeht, so hat auch das RKI das gesagt, wenn es runtergeht, dann kann man zum Beispiel auch die Entlastung auf den Intensivstationen oder sowas hinzuziehen. Das, da habe ich gar nichts dagegen. Aber wir brauchen einen Frühindikator, das sind die Neuinfektionen, und die werden repräsentiert durch die Inzidenz.